So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Sparks Challenge. Und heute sind wir wieder ein bisschen im Verzug. Es nervt mich irgendwie, dass ich nicht so richtig hinterherkomme mit dem Aufnehmen. Ach ja, wir waren ja hier bei Nacht unterwegs. Jetzt werde ich hier angeschrieben. Manu. Wir waren hier bei Nacht unterwegs und zwar auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Wir müssen dann demnächst mal das Netherportal aufstellen und mal hoffen, dass wir ja im Nether dann halt eine Festung finden und so weiter. Aber vorerst würde ich doch mal behaupten, dass wir. Oh Creeper, du explodierst nicht, mein Freund. Dass wir Folgendes tun. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung wir hier eigentlich laufen. Ich hoffe mal, das ist so ein bisschen richtig. Die Map ist eigentlich eh nichts mehr wert schon, weil ich eh nicht mehr weiß, wo wir lang gelaufen sind, aber naja, ne? Und so weiter. Eigentlich wollten wir ja einen Spawner finden in der Wüste. Das wäre ja auch das nächste, was wir machen wollten. Aber ist ja alles nicht so einfach. Jetzt schreibt mich Philipp an, bestimmt. Ach Mann. Kann jetzt nicht. So. Gehen wir mal hier oben lang. Warte mal, ist das da was? Ist das. Nee, ist nichts. Ist nur so eine kleine Wasserstelle in der Wüste. Ja, gut, gehen wir erstmal aus der Wüste raus. Und zwar hatte ich. Also, ich habe mir so gedacht, dass wir jetzt. Was ist das denn da hinten? Aha. Sieht ja interessant aus. Dass wir so eine kleine Höhle suchen. Und dann irgendwo unser Portal aufstellen. Hier sind die ganzen Schafe. Sind wir hier? Aha, wir sind hier wieder relativ nah am. Am alten Haus, das wollte ich ja eigentlich nicht. Das wollte ich ja eigentlich nicht. Komm hier rein. Hallo? Ah ja, da geht's tiefer rein. Okay. Dann bauen wir doch hier mal eine kleine Basis kurz auf. Können wir das? Pferd hat ja Diamantrüstung. Haben wir in einem Wüstentempel übrigens gefunden. War relativ cool. So, ich würde sagen, wir bauen uns hier mal kurz so ein bisschen ein. Zaubertisch stellen wir jetzt mal noch nicht auf. Was ich ausstellen würde, wäre. Ach, das Bett haben wir ja gar nicht mitgenommen. Scheiße. Müssen wir erstmal wieder ein Schaf töten. Warte mal, anlässt du erst. Ach, wir können ja gar nichts machen, ne? Ohne Holz. Na gut, dann machen wir hier mal kurz ein bisschen Holz weg. Machen wir wenigstens kurz einen Zaun. Damit wir Ernesto anbinden können. So. Ach, das ist ja Quatsch hier. So, Momentchen kurz. Warte mal, Ernesto hier hin. Pferd. Ach, da oben. So. Ja, da musst du mal eben hier mitkommen. Komm, dir macht das nichts aus. Du hast ein Diamant-Armor. So. Wir kloppen kurz Schafe. Hätte ich jetzt mal so gesagt. Wenn hier welche sind. Ja, hier sind welche. Das ist doch locker easy, warte. Aber wir müssen sie gar nicht kloppen. Wir können ja eigentlich auch scheren, weil wir haben ja bestimmt Eisen dabei, ja. So. Dann nehmen wir hier mal ein bisschen Wolle mit. Das wird schon, soll uns schon reichen, die 3 Stück. Wir wollen ja nur ein Bett bauen. Und dann gucken wir doch mal eben. Das Pferd steht hier. Und dann gehen wir hier mal in die Höhle rein. Und gucken mal, ob wir da irgendwie sowas wie ein Dungeon finden oder so. Das wäre eigentlich relativ cool. So, Pferd, bleibst hier. Schreibt mich doch als nicht an hier. Was soll denn das? Haben wir ein bisschen Kohle dabei? Nee. Dann müssen wir so schlafen. Wird ja aber auch gerade hell. Ich müsste mal gerade. Moment. Wait. So, ganz genau, Mensch. So, hier. Immer kurz die Nase putzen. Ich habe übrigens den Timer wieder nicht gestellt, deswegen mache ich euch gerade mal hier Schwarzbild und jetzt mache ich wieder Vollbild. Aber ihr habt schwarze Ränder, aber ich muss. So. Ich muss gucken, wie viel Zeit wir haben. So, von der Zeit her kann ich jetzt ungefähr noch 10 Minuten machen. Dann lassen wir das so. Tut mir ein bisschen leid, dass ich das manchmal so ein bisschen verkacke, aber man ist ja nicht perfekt, ne? Man ist ja nicht perfekt. So.
Jetzt nehmen wir die Scheiße hier mit. Wir können eigentlich mal eine Kiste bauen. Wenn wir denn Holz hätten. Und dann machen wir hier mal eine Kiste. Und die stellen wir neben das Bett. Sehe ich auch gerade. Die haben mich ja alle angeschrieben. Ach Leute. Schreibt mich doch nicht an. Das bringt's doch nicht. So, hier ein bisschen was essen. Müssen wir dann auch mal. Das räume ich jetzt einfach mal alles hier rein. Oh, hier geht's ja auch tief runter. Ist mir eben gar nicht aufgefallen. So, ein bisschen was futtern. Hallo Enderman. Enderman. Und nehmen wir den Baum hier noch mit. Ja, komm, mach weg. So. Und damit könnten wir ja dann theoretisch auch mal runter in die Mine gehen. Ey, Enderman, mach mich nicht fertig, ne? Mach mich nicht fertig. Ich lasse es hier oben jetzt einfach mal so. Mache hier vielleicht noch ein bisschen Begradigung, aber... Ah ja, muss ja nicht schön werden. Wie gesagt, das Projekt an sich geht ja auch nicht mehr so lang, wenn ich das gerade so beobachte. Also, naja, ein paar Folgen wären es schon noch, aber jetzt auch nicht so mega viele. So, wir nehmen gerade auch noch ein bisschen Kohle hier mit für Fackeln. Ich sehe gerade, wir haben recht wenig Fackeln, beziehungsweise gar keine. Hier oben ist ja auch noch. Warum sehe ich das denn nicht? So... Einmal die Kohle hier. Es gibt natürlich auch Level, das ist natürlich auch schön. Schöner Nebeneffekt. Die brauchen wir ja auch. Die Workbench hier. Nehmen wir gerade mal mit. Den Zaubertisch lassen wir, glaube ich, auch mal hier. Besser ist das. Und machen wir gerade mal so ein bisschen ein paar Fackeln hier, damit das, wenn wir das ein bisschen ausleuchten können. Besser ist das. So, jetzt gehen wir. Ich glaube, wir gehen erstmal hier runter. Nehmen wir hier die Kohle noch mit, weil wir haben gerade keine. Beziehungsweise können wir ja auch unten machen, aber gibt ja Level, ne? Gibt ja Level. Wir müssen ja auch auf Level 30 das Schwert verzaubern. Wäre eigentlich auch mal eine Maßnahme, weil dann macht das ja eventuell gegebenermaßen auch nochmal ein bisschen mehr Schaden. Da müssen wir dann schauen. Ich glaube, die Folge erreichen wir keine neuen Challenges. Ich werde mir auch die nächsten Folgen einfach mal ein bisschen Zeit lassen, weil ich habe zwar bei Spark so geschaut, der ist ja auch noch ziemlich im Rückstand, will ich mal sagen. Also viel geschafft hat er ja auch noch nicht. Und von daher können wir uns ja auch eigentlich ein bisschen Zeit lassen. So ein bisschen hier und da ein bisschen rumgucken. Alles in Ruhe machen, Level sammeln und so weiter. Können wir uns eigentlich Zeit lassen mit. Weil das dauert ja auch alles. Ich meine, wir waren schon relativ schnell so. Muss ich schon sagen. Jetzt. Gut, wir hatten jetzt auch kein mega schönes Haus gebaut und so. Können wir ja alles nachholen vielleicht im Endeffekt noch. Das wird man ja sehen. Wo geht's denn hier hin? Nirgendwo, okay. Hier ist Eisen. Eisen gibt es Level. Ach ja, wenn man es im Ofen schmilzt, ne? Da gibt es auch noch Level. Na, ja, das können wir ja auch noch machen. Nehmen wir noch ein bisschen Eisen mit hier. Jetzt ist hier Moment. Wo sind wir jetzt? Achso, da hinten ging es ja nie. Jetzt sind wir unten lang gegangen. Ich bin schon völlig aus dem Konzept wieder. So. Momentchen. Zack, 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 zack. Und hier. Das graben wir alles ab. Gehen wir mal eine Seite lang. Ist ein bisschen gefährlich, aber nun ja. No risk, no fun, wie man so schön sagt. Ist doch schon ganz schön kaputt, die Schaufel. Fällt mir gerade so auf. Ach, die Spitzhacke und so. Ist schon ganz schön gedamaged irgendwie. Hier geht's nicht weiter, oder? Nee. Ich suche hier eine anschließende Höhle. Das wäre ja mal ganz geil. Egal, wir graben erstmal die Kohle hier weg. Das verkohlen wir hier erstmal. Es gibt so viele Witze mit Kohle, ne? Na gut, irgendwann werden sie langweilig, war. Naja. Naja. Fürs Erste. Fürs Erste. Oh, hier ist ja viel Kohle. 21 Level. Ja, eben hat man noch 19, oder? So ungefähr. Also, man erkennt schon einen Fortschritt auf jeden Fall. So, das machen wir auch mal weg hier. Hier geht es zum Beispiel auch noch weiter. Ich würde ja liebend gern Mineshaft finden, weil... Dort findet man mitunter ja auch Melonensamen. Was ja auch noch eine Challenge ist, aber... Ja, findet man bestimmt auch irgendwann. Wenn man dann eine Schlucht findet, dann findet man auch fast unweigerlich einen Mineshaft. Also, das kannst du ziemlich schwer verhindern. Und hier wollte ich eigentlich nochmal weiter gucken. Jetzt schreibt mich halt nicht an. Bitches. Boah.
So. Ist bestimmt Philipp die Bitch. Meine Bitch. So. Moment. Wie sieht's denn hier aus? Okay, hier geht's das. Hier geht es weiter. Okay. Ja. Ja, ja, verstehen Sie, meine Damen und Herren. Oh, hier gibt's noch Kohle. Wie sieht's mit dem Tag aus? Ist noch Tag. Schaf, du gehst mir auf den Sack. Danke. Stirb. Leveln. Juhu, ist voll spannend. Yeah. Wir haben so viel Spaß. Oh mein Gott. So. Naja. Jedenfalls. Haben wir dadurch ein bisschen Kohle. 64 schon. Naja. Dafür 3 Level. Lohnenswert. So, hier. Böser Creeper, nein. Er ist kaputt. Er ist kaputt. Ich muss mir ein paar Fackeln... Obwohl, ich habe ja ein paar Fackeln aufgestellt. Ich glaube, ich finde auch so zurück. Hoffe ich mal. Ansonsten, so groß ist der Berg ja auch nicht. Das mit der Kohle macht natürlich jetzt Arbeit, aber im Endeffekt bringt es auch Level. Zwar jetzt nicht so viel, aber... Naja, immerhin, ne? Oder zum Beispiel auch, wenn wir dann nachher das Eisen schmelzen, brauchen wir ja Kohle. Und es gibt ja dann auch nochmal Level, also... Beziehungsweise auch, wenn wir auch Steine einschmelzen, wir können auch mal Steine einschmelzen, das springt alle Level. Alles, was man einschmilzt, bringt Level, wenn man es dann aus dem Ofen nimmt und... ja, man muss die unmöglichsten Methoden wählen, um zu Leveln zu kommen hier in Minecraft, ne? So. Kurz vor 23. So. Irgendwie hat er mir gar nichts zugefügt, gerade könnte sein. So. Zack. Und hier geht's wieder nach draußen, oder? Ja. Dann würde ich mal sagen, wenn es hier nicht weitergeht, dann gehen wir mal zurück und... Hier geht's auch nicht weiter. Das war die Kohle, die wir abgebaut haben. Dann gehen wir mal zurück. Hier so. Und hier. Und dann graben wir uns einfach mal einen Tunnel nach unten. So, warte mal, wo ging es denn hier raus? Hier so, ne? Hier ging es, glaube ich. Ah ja, genau. Ich glaube, ich mache mir dann aber ein neues Schwert, wenn ich das verzaubere. Ja, ich glaube schon. So, dann graben wir uns doch einfach mal. Wir gehen hier runter. Jetzt sind wir ja hier schon ein bisschen tiefer. Und dann graben wir uns doch einfach hier mal einen Tunnel nach unten. Vielleicht finden wir ja auch noch ein paar Diamanten. Ich meine, wir müssen ja dann auch früher oder später neue Werkzeuge machen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich die dann nochmal neu brauche. Ich meine, Diamant. Und über die kurze Zeit. Naja, wir schauen. Ist natürlich jetzt wieder super schlau, dass ich den Tunnel nur so hoch mache, damit ich dann wieder mich aufregen kann, damit ich hier so schlecht rauskomme. Aber nun ja, wir machen mal hier das Overlay an. Da kann man hier nämlich sehen, wie tief wir sind. Wo steht denn das nochmal? Hier, Feed Position, Ice Position, da. Okay, wir sind auf 41 sind wir jetzt. Ja, da müssen wir noch ein bisschen, ne? So. Da müssen wir noch ein bisschen. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich so tief gehen will. Auf welchem Level findet man Dungeons? Will ja eigentlich nur eine Höhle finden. Eine Höhle wäre ja auch krass geil. Da weiß ich ja nicht, ob man so tief gehen muss. Also, ich glaube eigentlich eher nicht. Kohle. 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 Im Hintergrund übrigens wieder Circle of Alchemist. Alchemists? Ich weiß nicht. Alchemist oder Alchemists. Hatte ich ja letztes Mal schon anmachen. Recht coole Musik. Arbeiten viel mit gronk.de zusammen. Und ja, wie gesagt, Link, alle Links zu Musik und so weiter und so fort, alles in der Beschreibung. Oh, hier ist Erde. Und hier ist ein Lichtfehler. Da. Weiß nicht, ob man das in der Aufnahme sieht. Keine Ahnung. Hier gehen wir nochmal einen weiter. Mit welchem... Ich höre was, siehst du? Wir graben jetzt einfach mal hier geradeaus. Und gucken mal, ob es lauter wird. Ja, also ich höre auf jeden Fall, dass hier Zombies sind. Und wo Zombies sind, ist eine Höhle.
Und eine Höhle suchen wir ja. Ach, das ist... Hilfe. Ich stecke eine Wand fest. Gehen wir mal hier weiter. Irgendwo muss ja die Höhle sein, aber... Anscheinend ist es auch nicht so eine ganz so große, wenn wir jetzt hier nicht direkt draufstoßen. Oder ich grabe einfach direkt dran vorbei. Das könnte natürlich auch sein. So. Wir müssen auch aufhören. Es fällt mir gerade... Oh, wir sind schon über der Zeit. Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen und ciao.